So, nach 1000 Höhenmeter sollte ich vielleicht mal ein Intro machen. Wir sind jetzt, also ich bin mit dem Kumpel gerade unterwegs, nicht mit Jana. Wir sind jetzt kurz vorm Rindalbhorn-Gipfel und ich wollte jetzt erstmal Servus sagen. Wir machen heute eine Tour über die Nagelflugkette und ich glaube, es wird einfach nur mega geil. Busch, wir sind jetzt gerade wieder abgestiegen vom Rindalbhorn. Ja, sind jetzt fast schon unten und jetzt geht es gleich wieder hoch. Und wieder hoch. Da hinten irgendwo ist Rindalbhorn. Wir sitzen jetzt schon am zweiten Gipfel und zwar am Gündleskopf. Da drüben, da waren wir gerade. Gerade richtig Gas geben, jetzt geht's weiter, weil wir haben noch einiges vor uns. Wir kommen hier aus dem Grinsen gar nicht raus. Es ist so eine mega schöne Landschaft hier, die Nagelflugkette. Es ist definitiv nichts für Anfänger, weil halt ein paar schwierigere Stellen drin sind. Jetzt nicht unlösbar, aber ein bisschen schwieriger. Und die Gesamtlänge und die Höhe macht dann schon auch aus, dass das absolut keine Anfängertour ist. Wir haben jetzt Gipfel Nummer 4 hinter uns, glaube ich. Ich habe irgendwie den Überblick verloren. Sind jetzt ungefähr bei 1500 Höhenmeter bisher. Ich glaube, es kommen noch mal 2 oder 3 Gipfel. Ja, es ist knackig. Wir haben jetzt gerade eine kleine Festsportpause gemacht hier am Stulben. Ich glaube, Gipfel Nummer 5 oder 6. Echt harter Überblick verloren. Gesteinsformation von der Nagelflugkette finde ich ja wirklich traumhaft schön. Noch eine kurze Info. Wir sind jetzt die Leiter abgestiegen vom Steineberg. Aber man kann auch nochmal wieder zurücklaufen und im Bogen quasi den Normalweg nehmen. Das geht auch, weil ich glaube nicht, dass jeder gerne diese 20 Meter Leiter absteigt. Wir sind jetzt am Mittag angekommen. Das ist ja quasi das Ziel. Da ist das Gipfelkreuz, aber da gehen wir jetzt gerade mal hin, weil da sind so viele Leute gerade. Wir suchen uns jetzt noch eine Hütte. Das haben wir uns wohl verdient. Ein schönes, kühles Radler. Und dann fahren wir mit der Gondel wieder runter. Prost! Wir sitzen jetzt an der Mittagbahn und fahren dann nachher gleich runter. Das war übrigens gerade gar nicht der Mittag, falls mich jetzt zwischendurch schon wieder 20 Leute korrigiert haben im Video. Ich habe den Namen auch gerade schon wieder vergessen. Bärenkopf, genau. Jetzt trinkt man noch gemütlich ein Bierchen hier und fahren mit der Bahn runter, weil knappe 17,5 Kilometer und 1800 Höhenmeter reichen. Da müssen wir nicht noch 1000 Höhenmeter absteigen. In dem Sinne, mega coole Tour. Hat riesen Spaß gemacht. Definitiv nichts für Anfänger. Die, die ein bisschen Erfahrung haben, definitiv können das machen. Genug Kondition mitbringen und dann passt das. Ja, in dem Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus.